Hallo, mein Name ist Saskia, ich bin 10 Jahre alt und ich bin aus der 4. Klasse. Heute werde ich exklusiv nur für euch über die Nachhaltigkeit Solarenergie erzählen. Aber warum würdest du in ein 10-jähriges Mädchen glauben? Weil ich die Zukunft bin und ihr habt die Verantwortung, eurer Kinder inklusive meine Zukunft zu garantieren. Eine von Alternativen ist, die eigene elektrische Energie zu verwandeln. Das heißt man Nachhaltigkeit. Aber was ist Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeit ist etwas, was wir heute tun, um morgen die Früchte zu ernten. Es ist ein dringendes und notwendiges Thema. Aber wo habe ich das alles gelernt? In meinem Naturwissenschaftsunterricht. Da habe ich auch gelernt, dass wir viel Energie haben, wie die Klangenergie, die Lichtenergie und die Solarenergie. Einige Energie sind nicht gut für die Umwelt und schaden sie. Die geschätzten Daten zeigen, dass die nicht erneuerbaren Energiequellen wie den Erdöl, die Kohle und den Erdgas werden erschöpft sein. Was gibt uns die Natur außer diesen Quellen? Sie gibt uns die Sonne, die Solarenergie hat und kann elektrische Leistung verwandeln. Die Sonne ist eine unendliche Energie, eine erneuerbare Energie und eine effiziente Energie. Eines Tages hat ein französischer Physiker gesehen, dass wir Menschen können viel von der Sonne profitieren. Und deshalb hat die Photovoltaikplatten erfunden. Aber wer hat die Photovoltaikplatten erfunden? Dieser ist der französische Physiker Alexander Edmond Becquerel, der die Photovoltaikplatten erfunden im 1839. Aber wo sind Photovoltaikplatten? Photovoltaikplatten sind viele Platten, die viele Schichten haben, wie der Aluminiumhammer, den Glas, den Einabsellungsfolie, eine Photovoltaikzelle, die aus Sand gemacht wird, eine Einabsellungsfolie, einen Schutzpass und ein Anschlusskasten. Photovoltaik, was sagt uns das Wort? Photo von dem Licht und Voltaik von dem Volt. Photovoltaikplatten können haben Solarwechselrichte, Photovoltaiktafel und eine Batterie. Photovoltaikplatten können Solarenergie im Strom verwandeln und können auch das Wasser erwärmen. Wie alle sagen haben, haben wir den Pros und Contras. Pros ist eine saubere Energie, eine erneuerbare Energie, eine Energie ohne Abfall, eine unendliche Energie und eine Energie zu niedrigen Kosten von den Endverbrauchern. Contras ist eine Abhängigkeit von dem Energienetz. Die nicht korrekte Batterieversorgung schädigt die Umwelt, hohe Anfangskosten, sonnige Orte und Entwicklung der Technologie und Forschung. Jetzt diese Zahl. Was glaubt ihr, dass diese Zahl ist? Für die Männer, ihr könnt glauben, dass diese Zahl ist importierte Autos. Und für die Frauen, ihr könnt glauben, dass dieser Wert einige Markenkleider sind. Jetzt habe ich eine Frage gestellt. Welchen Beitrag kann ich, meine Schule, die mir so viel Wissen, Kritikanalyse und Engagement für mein nächstes Gebiet geben? Indem man das Schulschmecken mit Solarenergie statt elektrischer Energie erwärmen. Die Einsparung ist von 50% und 95%. Ihr könnt erinnern in diesen Preis. Dieser Preis ist die elektrische Rechnung für die Schule. Und dieser Zahl ist sehr groß, oder? Ich will diese Zahl ein bisschen kleiner machen. Deswegen will ich den Schulschmecken mit Solarenergie statt elektrischer Energie erwärmen. Heute merke ich, wie wichtig ist ein Projekt hier für euch zu zeigen. Ein altes chinesisches Sprichwort sagt, du kannst nicht vermeiden, dass die Sorge und die Unsicherheitsvögel über deinen Kopf schweben, aber du musst nicht zulassen, dass sie in deinen Haaren Nächsten bauen. Vielen Dank.